ein Hup, 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 Hup. Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Tutorial Time, heute ist mal wieder ein Tutorial, aber ein ganz besonderes. Der Titel oben, den ihr seht, hat seine Berechtigung. Der ist nicht umsonst so gewählt, das ist kein Clickbait, sondern wirklich. Tatsächlich ist es so, dass er, wenn ihr diesen Roundhouse Kick so ausführt, wie ich ihn euch jetzt zeigen werde, eines der effektivsten ist, den es überhaupt gibt. Wir brauchen aber mehrere Faktoren dazu. Zum einen natürlich die Technik. Wir gehen das jetzt Stück für Stück mal kurz durch, ja, wirklich in Shortcuts durchgehen. Nicht, dass ich hier ein 20-Minuten-Video raushaue. Wir haben zum einen das allererste, was wichtig ist beim Roundhouse-Kick, ist die Technik. Ich habe einer meiner allerersten Videos auf YouTube, ich habe drüber gelacht, ist echt lustig, unten in meinem Keller noch ein Roundhouse-Kick-Tutorial gedreht, habe ich schon mal so eins gemacht. Aber trotzdem zeige ich euch die Technik noch einmal. Beim Kick allgemein ist es so, dass wir das Knie hochziehen müssen. Ja, wenn das Knie nicht oben ist, können wir nicht richtig kicken. Von hier können wir nichts machen, Knie muss oben sein, von hier können wir alles machen, wenn das Knie oben ist. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, ich mache das jetzt wirklich im Schnelldurchlauf. Knie hoch und dann gehen wir hier, die Hüfte dreht sich und mein Standfuß dreht sich unten mit. Hier. Papp. Ja, ich muss mit meinem wirklich Standfuß unten drehen. So kriege ich nämlich die Power durch den Kick. Also Knie hoch, Standfuß drehen und während ich meinen Standfuß drehe, geht der Kick raus. Das heißt, ich mache nicht den hier, sondern gleichzeitig, wenn ich mein Knie hoch hebe, drehe ich die Hüfte. Hopp. Wenn ich jetzt mit rechts kick, geht die rechte Hand mit runter als Gegenzug. Die linke schützt mich aber trotzdem immer am Kinn, weil er kann ja trotzdem noch kontern. Hier. Wenn ich mit links kicke, andersrum, ist die rechte am Kinn. Okay, ich mache hier den Roundhouse-Kick hab, und treffe in der Regel mit dem Spann im Training und bei Wettkämpfen mit dem Schienbein, weil Schienbein tut natürlich mehr weh. Training sage ich immer Spann wegen Verletzungsgefahr, Wettkämpfen durchaus mit dem Schienbein. Das Ganze geht natürlich auch zum Kopf, genau das Gleiche. Ja, ob unten, oben oder unten, ist eigentlich die gleiche Ausführung. Da gehört natürlich auch noch ein bisschen Dehnen dazu und so weiter. Wenn ihr die Sachen übt, warm machen, dehnen, ihr wisst Bescheid. Also noch einmal ganz kurz, dran stehen, Knie hoch, Hüfte rein, kicken, absetzen. Natürlich nicht so abgehakt, sondern in einem Fluss. Puh. So. Puh, das war jetzt anstrengend. Die Schleife ist hinten aufgegangen. So, Punkt Nummer 2. Wir haben jetzt einmal die Technik, das ist aber nicht alles. Technik ist natürlich sehr, sehr wichtig, um den Kick richtig auszuführen. Aber wir brauchen auch noch Kraft, beziehungsweise Schnellkraft. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt solche Oberschenkel, aber wir müssen sehr, sehr spritzig arbeiten können, mit unseren Beinen vor allem. Deswegen Schnellkraft-Explosivitätsübungen machen, habe ich schon massig Videos darüber gemacht, verlinke ich euch ganz gerne unten, sind Übungen wie ja, in die Hocke gehen, explosiv hoch und so weiter. Explosiv alles eben tätigen, alle Kicks, alle Ausführungen explosiv machen, immer kurze Intervalle setzen, aber wirklich pop, spritzig raus. Ich verlinke euch die Übungen unten, ich blende euch jetzt auch mal vielleicht ein, zwei Übungen ein, die ihr machen könnt, aber das ist natürlich auch extrem wichtig. Wir brauchen die Technik und wir brauchen die Schnellkraft, damit wir mit dem Kick überhaupt rauskommen. Was ein guter Tipp dazu ist, wenn wir hier unten schon auf dem Ballen stehen, das heißt, wenn wir wirklich hier so ein bisschen bereit schon zum Federn sind, um hier rauszuschießen. Also nicht komplett auf der Ferse stehen, auf dem ganzen Fuß, sondern so ein bisschen die Ferse angehebt, dass wir hier wie so eine Feder arbeiten können. Hilft auch enorm viel. Dann Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 3, die Härte. Die Härte ist auch wichtig. Und zwar habe ich auch ein sehr lustiges Video drüber gemacht. Ich blende es euch hier ganz kurz ein. Schienbein abhärten mit Küchenrolle. Küchenrolle? Nudelholz. Nudelholz heißt es, nicht Küchenrolle. Nudelholz. Mit dem Nudelholz gibt es auch ein Video von mir drüber, wird auch unten verlinkt. Da rollt ihr so ein bisschen über euer Schienbein, härtet es ab. Könnt auch ganz gern mal gegen ja, eine Säule schlagen zum Beispiel. Ah! Ah!
Aber das ist natürlich nur ein Witz, da muss man extrem viel aufpassen. Gibt es nämlich Leute, die da drunter kommentiert haben, man kann auch gegen Säulen treten, man kann auch gegen Laternen treten. Das ist natürlich Schwachsinn. Man kann es ganz leicht machen, um abzuhärten, aber letztendlich, wenn ich gegen so eine Betonsäule hier kicke, verletze ich mich mehr als irgendwie was anderes. Man kann höchstens irgendwie Schienbein gegen Schienbein mit einem Partner ganz easy machen oder halt wirklich leichten Schutz nehmen und dann immer steigern natürlich. Aber das Nudelholz ist mein persönlicher Favorite. Versucht es einfach mal aus, ein bisschen rüberrollen, tut auch wirklich weh, aber hilft extrem viel und tötet die Nerven ab. Ist vielleicht jetzt nicht für den Hobbysportler gedacht, man will ja nicht seine Nerven eigentlich abtöten, aber wenn man im Kampfsport was reißen will, ist es einem scheißegal. Deswegen, ich weiß gar nicht, mein Schienbein, ich spüre gar nichts mehr. Und ist auf jeden Fall Punkt 3 und auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der vierte und der letzte Punkt, der auch extrem wichtig ist, ohne den geht eigentlich gar nichts, ist natürlich das Timing und das Auge. Ich kann noch so eine gute Technik haben, noch so stark und schnell sein, wenn ich nicht das richtige Timing habe, nicht die richtige Lücke sehe, funktioniert ein Knockout nicht unbedingt. Nicht unbedingt, sage ich, weil man sehr, sehr viel mit der Härte auch machen kann. Auch wenn die Deckung zu ist und man den Roundhouse-Kick reinballert, kann es durchaus auch wehtun. Ich habe auch schon einen Knockout erzielt durch die Doppeldeckung durch. Das geht, ja, durch die Härte, das geht. Aber letztendlich ist das Timing doch immer wichtig. Das heißt, wenn der Gegner gerade irgendwie einen Punch macht, einen Haken macht oder hier unten offen ist, dass man die Lücke auch wirklich erkennt und dann reinballert. Das kann man aber nicht wirklich von heute auf morgen trainieren. Das muss man im Sparring üben, das muss man in den Pratzen üben und das wirklich jahrelang. Das ist eine Sache, die man nicht von heute auf morgen erlernt. Dieses Timing, dieses Auge, das ist wirklich ein Faktor, der extrem schwer zu erlernen ist, aber durch die Erfahrung wirklich erlernt werden kann, dauert halt wirklich seine Zeit. Da dann wirklich Geduld haben, irgendwann mal entwickelt ihr das Auge im Sparring, dann wirklich auch immer mal wieder versuchen zu schauen, auch mal langsames Tempo machen, dann wo ist die Lücke, der Gegner oder der Partner in dem Fall macht mit Absicht mal auf oder ihr lockt ihn irgendwie, so könnt ihr das spielerisch üben, dass ihr mal eine Seite lockt, die andere Seite lockt und so weiter. Okay, also zusammenfassend, wir brauchen einmal Technik, wir brauchen einmal die Schnellkraft oder Kraft allgemein, dann brauchen wir die Härte. Und wir brauchen das Timing bzw. das Auge und so weiter. Okay? Das sind die vier Faktoren, die den Roundhouse-Kick zu dem effektivsten Kick überhaupt machen. Und effektiver könnt ihr den Roundhouse-Kick nicht treten. Ja? Das war jetzt wirklich in Kurzform. Wünscht ihr, dass ich alles detailliert erkläre, alle Übungen detailliert nochmal erkläre, durchgehe, die Technik durchgehe? Kommentiert es in den Kommentaren, wenn euch das gereicht hat. Zeigt es mir. Zeigt mir, wenn euch das Video gefallen hat, mit einem Daumen nach oben. Wenn ich mehr Tutorials machen soll, auch unten in den Kommentaren. Ihr wisst Bescheid, nächsten Samstag am 18.11. kämpfe ich live in Sat.1 in Düsseldorf. Circa 23 Uhr, zieht euch rein. Ich hoffe auf eure Unterstützung. Werden wahrscheinlich auch ein paar Roundhouse-Kicks durch den Ring fliegen. Ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder dabei wart. Facebook, Instagram, Snapchat ist unten verlinkt. Team Smolik Shirts hier, Achtung, Werbung ist auch verlinkt. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Das war euer Michael Smolik. Haut rein.